Jo, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu Let's Play Bioshock. Okay, wow, in der letzten Folge war ich ganz schön ins Schwitzen geraten. Gut, Dankeschön übrigens auch für die Information in den Kommentaren, dass nämlich die Zahl da neben meiner Eve-Anzeige ja die Anzahl an Spritzen ist, die ich noch besitze. Die kann ich wahrscheinlich auch genau mit R nachladen, denn ich hatte ja kaum mehr etwas. So, ich glaube aber fast, ich mag hier doch nochmal entlang gehen und jetzt gucken, ob ich hier vielleicht noch die eine oder andere Eve-Spritze irgendwie abgreifen kann. Oh, immerhin Schrotmunition. Zusammen mit einem Verbandskasten. Und, ja, der Litex-Splicer, der hat nichts mehr. Oh, wie gut, dass wir diesen Litex-Splicer nochmal mit unserem Elektroplasmid ja, außer Gefecht gesetzt haben. Sehr schön. Okay, so, schauen wir mal. Aha, was ist denn das hier? Huhuhu, Medical Pavilion. Hm. Da hinten ist hoffentlich zu und bleibt auch zu. Was haben wir da? Please stand by. Oh, das sieht aber nicht so toll aus. Was ist das? Ah! Oh Gott, du sitzt in der Falle. Ich versuche, die Verriegelung von hier aus zu knacken. Nein! Nein, nein, nein! Oh, 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 fuck, 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 fuck. Was ist das? Stand by. Also, mein Freund, erzähl mal. Für welchen Laden arbeitest du? KGB, CIA? Ich will dir mal was sagen. Rapture ist kein versunkenes Schiff, das ihr plündern könnt. Und Andrew Ryan ist kein alberner Salonlöwe, der nach der Pfeife irgendeiner Regierung tanzt. Das war's. Auf Wiedersehen. Oder Dos Vidanje. Was immer dir lieber ist. Oh oh. Das macht... Oh oh. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Da kommen gleich mehrere. Oh, fuck. Mach die Tür auf. Scheiße. Da sind mehrere drin. Mach die Tür auf. Atlas, mach die Tür auf. Oh, danke, 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 danke. Die nächste auch. Aufmachen ist die... Oh. Mann. Medical Pavilion. Okay, der Ryan lebt noch. Der Ryan lebt noch. Das war... Ich glaube, das war eine Live-Aufzeichnung. Dr. Steinmans Praxis für plastische Chirurgie. Mhm. Oh, eine Vita-Chamber. Ich werde die schnell aktivieren. So, nun hast du Andrew Ryan kennengelernt, den gottverdammten König von Rapture. Such jetzt den Notzugang. Mach schon. Neues Ziel, benutze den Notzugang. Okay. Vita-Chamber. Oh. Was? Aber die redet ganz normal. Zu introvertiert, um beachtet zu werden. Und schon wieder ein Zirkus der Werte und für mich gerade leider Lex. Weiß gar nicht warum. Oh. Was ist das? Defekter Sicherheitsbot untersuchen. Okay, da ist nichts drin. Wir können ihn hacken. Gehackte Sicherheitsbots sind auf deiner Seite und greifen deine Feinde an. Oh ja, das will ich. Hacken wir ihn. Platten aufdecken. Finde Rohrsegmente, indem du verborgene Platten aufdeckst. Rohre tauschen. Nimm Rohre auf und ersetze sie, um Verbindungen herzustellen. Und bilde eine Kette zum Ausgangsrohr. Okay, ich hoffe, das kann ich. Okay. Wo ist das Ausgangsrohr? Da. Dann gucken wir doch erstmal, wie es hier entlang geht. Können wir die nicht drehen, ja? Das ist aber schade. Das ist ganz gut. Das heißt, ich werde die beiden... Oh, vielleicht hier tauschen. Okay. Den kann ich nicht drehen. Schade. Aber den da. So. Ja. Jetzt läuft das Ganze und ich kann wahrscheinlich fertig klicken. Ach, wunderbar. Hack erfolgreich. Tja, sind auf meiner Seite. Okay. Ups. Okay. Der ist auf meiner Seite. Das ist schön. Hi, du. Oh, oh. Was macht der für Geräusche? Ich mag da nicht reingehen. Also noch nicht. Kann ich mich nicht erstmal hier oben umgucken? Verdammt, ich glaube, die sind oben.
Ich glaube, die sind oben. Was haben wir denn hier? Medical Pavilion. Gucken wir uns das hier erstmal an. Was haben wir denn da? Heute entlassen. Und eine Handtasche, die ich untersuchen kann. Aber leider leer. Oh, eine Eve-Spritze. Sehr schön. Und jede Menge Geld. Den kann ich untersuchen, aber ist nichts mehr drin. Ein Verbandskasten. Pistolenkugeln und eine Leiche mit noch mehr Geld. Oh, hier gab es ja diesmal richtig viel abzugreifen. Die Handtasche ist leer, da habe ich schon alles rausgeholt. Scheiße, macht der laute Geräusche. Vor allen Dingen hört er sich an wie eine schlechtere Kettensäge. Oh nein. Zirkus der Werte. Was macht hier der Zirkus der Werte, bitte? $70. Moment. Wo ist das Ding? Ah, da ist er. Boah, ich habe jetzt gerade schon gedacht, nachdem sie oben sagte, irgendwas von Lendenstück, da dachte ich echt hier, oh fuck, vielleicht ist es wirklich eine Kettensäge und da oben nimmt gerade jemand auseinander. Oh. Objekte kaufen, hacken oder was ist das? Was ist das? Ein Verkaufsautomat bietet diverse Objekte zum Verkauf an, darunter oftmals Munition, Verbandskästen und Eve-Spritzen. Jeder Automat bietet eine verschiedene Auswahl an Objekten an. Die meisten Verkaufsautomaten haben ganz unten Objekte, die erst dann verfügbar werden, wenn du die Maschine automatisch gehackt hast. Ein erfolgreicher Hack reduziert außerdem die Preise aller verfügbaren Waren. Oh, das ist interessant. Dann sollten wir versuchen, das Ding zu hacken. Okay. Ich hoffe, das kostet genauso viel. Das funktioniert genauso wie hier sonst auch. Okay, wir wollen erstmal hier. Gut, ich guck jetzt erstmal. Fuck! Scheiße? Hallo? Och nö! Das geht doch nicht. Tja, ist schon vorbei. Och Mist. Gekrümmte Platten bewirken, dass ich bei normaler. Ja. Ja, dein Kurzschluss. Wie toll. Hauptsache, das hat jetzt niemanden auf mich aufmerksam gemacht. Es sieht echt obszön aus, wie der Lautsprecher oder was auch immer das ist in dem Mund von diesem Zirkusclown ist. Echt gruselig. Okay, ich gehe jetzt nach oben. Und es wird bestimmt Kinderspiel. Emergency Access. Hey, wer ist denn hier oben? Da geht's rein in den Pavilion. Vita-Start und schlagbare Qualität. Das ist so toll, dass hier so viel Werbung hängt. Oh, wow. Was ist mit der passiert? Oh, die ist schon lange tot, die Person. Die hat auch nichts mehr dabei. Wirklich so gar nichts mehr. Oh, noch jemand, der tot ist. Und einmal ordentlich Munition. Hallo? Scheiße, wir müssen echt da unten entlang. Security Inventory. Was ist das? Notzugang. Ist das das Teil, was hier mal drin gewesen ist? Was ist das hier? Okay. Hallo? Hi. Mach sie tot! Los! Oh shit, das ist so ein. Geh auf! Nein, nicht mein. Doch nicht mein kleinen Bot! Lass mein Bot in Ruhe! Wo ist der? Okay. Damn! Das war auch ein Lied-Splicer. Das hast du gut gemacht, mein Kleiner. Wo bist denn du? Hallo? Der einzige Freund, den ich hier gerade habe. Ah, oh, eine Leiche. Leiche mit nichts. Ein Thuggish-Splicer. Oh, wir gucken uns das hier nochmal an. Die Sicherheit. Emergency Access. Kann ich leider nicht mit interagieren. Aber ach, wie schön. Was sind rote Knubbel? Knotenpunkte? Tore? Oder was sind das? So, Moment. Welcome Center. Da sind wir doch gewesen. Arcadia. Da sind wir auch gewesen, oder? Neptune's Bounty. Da wollen wir doch hin, oder nicht? Point Prometheus, Fort Frolic, Olympus Heights und Hephaestus. Ich soll da. Ach, Quatsch.
Ich komme schon weiter. Ich stehe hier nur, weil ich Angst habe, weiterzugehen. Verdammt, Tag. Außerdem, oh, was ist denn das da hinten? So, aber erstmal muss ich ihn hier noch untersuchen. Den Litetsbleißer. Er hat Kuchen mit Cremefüllung. Mm, nom nom. Dann gibt es hier noch Pistolenkugeln. Oh, und ich wollte mir das Tagebuch noch ansehen. To Neptune. Sicherheitsnotzugang. Okay, gut, aber einmal kurz hier nach oben gehen. Mhm. Vielleicht lieber mit meinem Plasmid. Was ist das? Mhm, interessant. Gut, was haben wir hier? Nochmal etwas. Oh. Sicherheitsalarm ausgelöst. Scheiße! Bis auf Weiteres untersagt. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Wenn du durch den Notzugang willst, brauchst du den Schlüssel von Dr. Steinman. Er hat das Sagen in diesem Laden hier. Ich glaube aber nicht, dass er ihn dir einfach so überlassen wird. Ach. So ein Menschenfreund ist Dr. Steinman leider nicht. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob er überhaupt noch ein Mensch ist. Oh, scheiße. Hol dir Steinmans Schlüssel. Und, tja. Es geht echt in diese Richtung. Fuck. Fuck. Mach nicht so einen Lärm, du. Viech, du. Oh, oh, oh. Bleib schön hier. Ach, die macht mich so nervös. Die macht mich so nervös. Aber okay. Gut, ich wollte mir erstmal die Tagebucheinträge nochmal anhören. Dr. Steinman sagt, dass ich heute entlassen werde. Ryan hat mich seit dem Neujahrsangriff nicht mehr besucht. Kein einziges Mal. Dr. Steinman war dafür sehr aufmerksam. Er hat mir gesagt, dass er mich wieder hinbekommt, sobald das Narbengewebe verschwunden ist. Er macht mich zum schönsten Mädchen auf der Welt. Er ist ganz süß und so sehr an meinem Fall interessiert. Oh, Diane. Da hat sie sich wahrscheinlich gleich in den nächsten verguckt, und nur weil er sie wieder hingekriegt hat. Meine Güte, was für eine Beschreibung. Okay, ich muss nochmal nach hier unten. Hier auf den Bildschirm kann ich mir nichts angucken. Okay. Was ist hier? Access denied. Hm. Was haben wir denn hier? Ob man da hinten auch noch in irgendwie eine Tauchkugel reinkommt? Interessant aus. Okay, also nach hier oben. Wir wollen nicht so schissig sein. Ich hoffe, da geht's nicht entlang. Also, Stimmen höre ich nur von hier. Aha. Oh ja, da geht's nicht entlang. Okay, da. Da lehnt eine ganz schön dicke Wumme, würde ich sagen. Ich gucke mal, dass ich die Person. Boah, ich sehe nichts. Fuck, das ist wieder ein Litenzbleiser. Wow. Oder? Nee, ein Zackisch-Splicer. Die ist gar nicht richtig, die ist ja gar nicht richtig betäubt worden. Wo ist mein Kleiner? Da bist du ja, mein kleiner Bot. Hat nichts dabei gehabt. Okay. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Medical Pavilion Foyer. Mhm. Erstmal das Ding. Maschinengewehr. Oh, mit 33 Patronen? Nicht im Ernst? Oh, ist das schön? Ist das schön? Kann ich auswählen, dann mit 3. Aha, in Ordnung. Gut. Notschalter erstmal benutzen. So, was? Okay. Oh, scheiße. Och, nö! Dann, oh, scheiße. Vielleicht am besten von hier aus. Kommt hier rauf? Oh, ich fürchte, ja. Oh, fuck. Wie kommt die denn jetzt hier hin? Okay. Scheiße. Die kommen jetzt. Aber ich glaube, ich stehe hier so sicher, oder? Oder? Hey. Ich bin verwundet. Ich blute. Du wirst gleich noch viel mehr verwundet. Ich habe aber nicht so viele. Ah! Oh Gott. Ah. Oh, da ist noch einer. Oh. Oh, ich ziehe noch viel zu tief. Ich habe nur noch 5. Oh. 2. Nur noch 2. Fuck, oh. Scheiße. 2. Wie viel habe ich denn hier? Oh, 6 von 28? Ich habe überhaupt gar keine Munition mehr. War es das jetzt? Dann hatte ich das wirklich sehr passend hingekriegt, ja? Scheiße, hätte ich doch mal geschafft, diesen... Oh Mann, wie zittert die denn? Oh! Nee, nicht so. So. Hör auf zu zittern.
In Ordnung, in Ordnung. So. Tja, super. Ganz toll, ganz toll. Ob hier noch einer ist? Hallo? Okay, es ist keiner hier, es ist keiner hier. Ich werde niemanden mehr begegnen. Oh, da habe ich was gesehen. Oh, shit, shit, shit! Oh! Fuck, fuck, fuck! Mir geht's schlecht. Wie kann ich mich... Wie kann ich denn nochmal... Ich muss leider nachgucken, wie ich, ich weiß nicht mehr, wie ich Zeug nehme. Moment, Tastenbelegung. Wenn die Änderungen verworfen... Gut, ja, ist in Ordnung. Ich will doch nur nachgucken, wie ich mir Zeugs hier equippe. Nee. Feuern, sonstiges. Verbandskasten, F. Okay, Verbandskasten. Ist alles okay. Ich muss es nur wissen. Ich wusste es nicht mehr. Ich habe auch vorher kaum Verbandskästen genommen. Also, F. Verdammt. Verdammt, ich habe nicht mehr viel Eve. Die haben alle Geld. Ich brauche kein Geld. Ich brauche Spritzen. Wobei es sicherlich eigentlich nicht so gut ist, wenn ich mich hier so doll spleiße. Nicht, dass ich hinterher werde wie diese Leute hier. Adams Veränderungen. Ryan und Adam. Adam und Ryan. All die langen Studienjahre. War ich überhaupt ein Chirurg, bevor ich ihnen begegnet bin? Wir haben mit unseren Skalpellen und unserer billigen Moral rumgefuchtelt. Ja, natürlich haben wir das ein oder andere Geschwür entfernt, aber haben wir irgendetwas bewirkt? Nein. Doch mit Adam wird alles möglich. Ryan hat uns von der falschen Ethik, die uns so lange behindert hat, befreit. Verändere dein Aussehen, dein Geschlecht, deine Rasse. Du allein entscheidest, was du sein willst. Niemand anders. Ich entscheide, was ich sein will. Aha. Oh, eine Lagerkiste. Mann, stimmt, das vergesse ich ständig, dass ich solche Sachen ja hier auch untersuchen kann. Das Blöde ist, dass man gelegentlich an diesem Bord hängen bleibt, muss ich sagen. Verdammt, aber ich kann mir das nicht leisten, den zu deaktivieren. Ne? Hier ist noch eine Pistole. Okay, das sind... Pistolenkugeln in dem Fall. Ja, in Ordnung. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal 10 Stück. Das ist nicht viel. Dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt mal eben als Zweitwaffe diese hier. Und ich hoffe, dass jetzt hier wirklich keiner mehr runterkommt. Der Zirkus. Hey Mary, siehst du zu dem großen Spiel heute Abend? Ich habe gehört, dass die Rides Raiders spielen. Auf keinen Fall, Jim. Es ist zu gefährlich. Banditen sind überall. Blick mal, ja? Denk an die Worte von Andrew Ryan. Wenn du kneifst, gewinnen die Banditen. Fahr mit deiner Familie nach Fort Frolic und Arcadia. Geh aus und geh shoppen. Das ist unsere Art zu leben in Rapture. Okay. Meine Körper sind in Ordnung. Aber hier haben wir was. Hier haben wir was. Pistolenkugeln. Und was ist das? Geld. Eine Leiche. Eine Handtasche. Was will man mehr? Man freut sich doch über jede Leiche, die den eigenen Weg pflastert, ne? Im Medical Pavilion. Darauf komme ich nicht mehr. Nein. Lieber nochmal hier. Was ist das hier? Was ist das? Was ist das hier? Das sieht doch aus wie eine Spritze. Das sieht aus wie irgendwas... Eigentlich sieht es so aus, als müsste hier an der Stelle so ein Krankenbett stehen. Aber da kommt man doch dann hinterher gar nicht mehr dran vorbei. Und außerdem ist das die einzige Ecke, ne? Ich wünsche mir eine Lampe, eine Taschenlampe. Ich will eine Taschenlampe. Okay, das Ding können wir nicht untersuchen. Ah, und diesmal keine Augen, ja? Okay. Oh, oh, ein Geist. Hab mir Schönheit versprochen. Deine. Ich sollte wunderschön. Oh Mann. Oh, da ist auch eine Leiche. Oh Mann, ich muss ganz ehrlich... Also momentan wirken auf mich diese Kreuze, ja, die eigentlich für Krankenhaus oder so stehen sollen, wie
wie Totenkreuze. Need a boost? Try our new and improved Prime Health Unit. Eine Medi-Station war das also. Aha. Beaten by a nose. Steinmans Office. A comprehensive Rhinoplasty Service. Da geht's nicht noch lang. Okay. Leiche untersuchen. Oh Mann, die liegt hier auch schon etwas länger, ja? Was ist das da hier an ihrem Brustkorb? Das Ding ist wohl dahin, würde ich sagen. Und so wie es aussieht, hat diese Leiche das Teil benutzt, denn die ist ja verkokelt. Oh oh. Mann, Mann, Leute. Okay, was heißt deaktivieren? Achso, ich könnte den Türsteuerung benutzen. Halt die Augen nach Steinman offen. Der bescheuerte Mistkerl hat sich in der Chirurgie eingenistet. Wenn du ihn finden willst, brauchst du einfach nur der Blutspur zu folgen.